Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Mittlerweile verfehlt ein Viertel der Viertklässler das Mindestniveau bei den grundlegenden Lesefähigkeiten. Damit fehlt diesen jungen Menschen jede Grundlage für so ziemlich alle Schulfächer und damit das Fundament für einen erfolgreichen Werdegang. Berufs- und Aufstiegschancen können sich dadurch für immer verbauen. Das selbsternannte Bildungsland NRW darf sich solche Ergebnisse angesichts des drückenden Fachkräftemangels nicht leisten. Das Elternhaus ist der entscheidende Faktor dafür, mit welchen Startvoraussetzungen junge Menschen ihren Bildungsweg antreten. Die Tragweite dieses nicht neuen Befundes hat sich seit 2001, als die internationale IGLU-Studie zum ersten Mal ihre Ergebnisse veröffentlichte, nicht verändert. Im Gegenteil, sie hat sich zunehmend zementiert und verschlimmert. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen der Einfluss der sozioökonomischen Herkunft besonders stark ausgeprägt ist. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Jedes fünfte Kind wächst mit nichtdeutscher Familiensprache auf. Beides überschneidet sich häufig. Das Zusammenwirken sozialer und migrationsbezogener Disparitäten führt dazu, dass nicht nur sprachliche Fähigkeiten bei der Einschulung stark auseinandergehen. Das betrifft auch das Sozialverhalten, grob und feinmotorisch, allgemein die sozialen und emotionalen Kompetenzen. Wenn kleinen Kindern regelmäßig vorgelesen wird, dann macht das etwas mit dem Sprachvermögen und dem Wortschatz des Kindes. Wenn sich die Eltern gewählt ausdrücken, am Esstisch viel diskutieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die Kinder differenziert sprechen und schreiben. Es fehlt oftmals nicht nur an Vorbildwirkung und altersgerechter Unterstützung. Eltern verstärken sogar oft noch die herkunftsbedingten Unterschiede. In der Bildungsforschung nennt sich das sekundärer Herkunftseffekt. Wenn die Eltern selber nicht auf dem Gymnasium waren, tendieren sie in der Übergangsphase zwischen Grundschule und weiterführender Schule aus verschiedenen Gründen selber dazu, die Fähigkeiten des eigenen Kindes zu unterschätzen, Aufstiegschancen zu übersehen. Bei Akademikereltern ist es genau umgekehrt. Dort entscheidet oft der Wunsch nach Statuserhalt. Das tatsächliche Potenzial des Arbeiter- oder des Akademikerkindes spielt zu oft eine nebensächliche Rolle beim Übergang. Diese sozialen Faktoren werden durch die aktuelle Schulleiterumfrage Schule im Brennpunkt 23 der Wibben-Stiftung zur Lage an Brennpunktschulen bestätigt. Die überwiegende Mehrheit der Schulleiter kommt zum Schluss, dass das deutsche Schulsystem auf die besonderen Bedürfnisse zahlreicher Kinder aus dem sozialen Brennpunkt gar nicht ausgerichtet sei. 80% der Befragten sagen, dass die Lehrpläne und die gängigen Lehrwerke im Schwierigkeitsgrad, im Umfang und thematisch für die Schüler nicht taugen. 70% sagen, dass die räumliche und personelle Situation mangelhaft sei. Es fehlt an allen Ecken und Enden an qualifiziertem Fachpersonal. Für Grundschüler aus diesen schwierigen Umständen sind Kitas und Grundschulen wohl die wichtigsten Orte, um soziale Ungleichheiten auszugleichen. Nicht zuletzt deshalb beantragte die AfD bereits im Februar nach dem Vorbild der Länder Hessen und Hamburg verpflichtende Vorlaufkurse für alle Kinder im Vorschulalter mit Deutschförderbedarf unter Einbeziehung von Kindertagesstätten, Grundschulen und Eltern einzurichten und die hierfür notwendigen Änderungen im Schulgesetz vorzunehmen. Für Grundschüler aus schweren Umständen ist sicherlich auch der Ganztag die ideale Lösung, um überhaupt erst die Chance auf eine geeignete Lernumgebung zu erhalten, Erfahrungshorizonte zu erweitern und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Oder manchmal auch einfach nur, um der Dauerbeschallung von TV und Spielekonsole zu entkommen. Sie sehen, angesichts der Realität wird man pragmatisch. Man sollte es zumindest. Wir sollten uns nicht wieder in Debatten um Schulstrukturen verrennen. Insofern umfasst dieser Antrag zu einer Enquetekommission wichtige Themenkomplexe der Zeit, auch wenn die Unterpunkte unter Römisch 3 vermuten lassen, dass die ideologischen Scheuklappen bei der SPD aufgesetzt bleiben. Aber Schule kann kein gesellschaftlicher Reparaturbetrieb sein. Bildungspolitik allein kann nicht die sozialen Probleme unserer Gesellschaft lösen. Wir sollten Bildungsthemen weder moralisch, idealistisch oder sozialpolitisch überfrachten. Gerade auch im Sinne der Chancengerechtigkeit muss man kritische Stimmen aus Forschung und Praxis anhören, die darauf hinweisen, dass man in allzu heterogenen Lerngruppen weder den leistungsschwächeren noch den besonders leistungsstarken Schülern vollends gerecht werden kann. Defizite werden unter diesen Voraussetzungen nur bedingt ausgeglichen. Statt das Selbstvertrauen zu stärken, werden benachteiligte Schüler mit Misserfolgserlebnissen konfrontiert, fühlen sich zurückgesetzt und abgehängt. Pragmatismus erwarte ich auch bei der Anerkennung, dass unsere Schulen und Lehrkräfte an ihre Belastungsgrenzen angekommen sind. Das belegen sämtliche Untersuchungen zur Lehrergesundheit. Die übergeordnete Politik sollte sich endlich anschicken, Stress und Belastung nicht noch weiter zu erhöhen. Bestimmt ist eine Enquetekommission der richtige Ort, um überfraktionelle Schnittmengen zur Unterstützung benachteiligter Schüler pragmatisch neu auszuloten. Vielen Dank.